Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir müssen uns jetzt etwas beeilen, weil... Oh, wo ist das Schiff eigentlich hin? Ach, das ist da hinten. Weil wir nämlich von dem Kopfgeldjäger Thanos immer noch verfolgt werden. Und der so langsam aber sicher auf unsere Spuren gekommen ist. Man sieht ihn da hinten. Schauen wir mal, wir tauchen mal lieber unter. Er soll ja nicht ganz in unsere... Er soll uns ja nicht ganz auf die Schliche kommen. Es ist übrigens eine sehr schöne Unterwasserwelt, finde ich, bei Assassin's Creed Odyssey. Ah, nee, Moment, andersrum. Geht langsam wieder nach hinten. Dann schauen wir doch mal direkt, dass wir... So, dass wir wieder hier raufkommen und wieder übersetzen können. Achso, das war in die andere Richtung. Ah. Okay. So, das schaffen wir. Und wir lassen Thanos erstmal hinter uns. Ich hoffe auch für etwas länger, weil der Kerl ist uns ja so dermaßen schnell immer wieder auf den Fersen. Das ist ja schrecklich. Au. Ups. Ich schätze, dass dieses Schiff dann seine Schuld getan hat. Ist er jetzt noch auf der anderen Seite oder hat er jetzt schon mit übergesiedelt? Nein, er ist noch auf der anderen Seite. Söldnerarbeit, das müssen wir. Ne, das haben wir doch eigentlich schon abgegeben, oder? Pelenobis Tuch, kehre zurück. Ne, das müssen wir wahrscheinlich noch machen. Reiten wir vor, Boss. Schauen wir doch mal direkt. Komm schon. Ja, komm, du kommst da hoch. Du bist doch ein tolles Pferd. Komm. Flup. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ich hätte wissen müssen, dass du es bist, der die Felle will, Ilos. Und ich hätte wissen müssen, dass du sie mir besorgen kannst. Cassandra erfüllt jeden Auftrag. Sag's nicht, Markus, sonst wird er eifersüchtig. Ich benutze den Aushang, damit alle eine Chance haben, aber du bist immer so eifrig. Wozu brauchst du die Felle diesmal? Die Athener brauchen Rüstung für den Krieg. Guter Schutz für sie, gute Drachmen für mich. Hier sind sie. Es fehlt kein einziges. Und das in Rekordzeit. Nimm dein Geld, du hast es verdient. Halt dich aus Ärger raus, Ilos. Das solltest du besser auch. Na, ich glaube, der kennt mich einfach zu gut. So, jetzt weiß ich nicht. Ist das auch direkt hier vorne? Oder müssen wir dafür unser Pferdchen rufen? Eigentlich können wir hier wieder eine neue jetzt annehmen, oder? Nee, da ist noch keine dran. Ey, du sollst springen. Muss ich hier rein? Ups. Cassandra, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldnerin. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Okay. Ja, ich bin Söldnerin, ja. Keine Mörderin. Aber ich sag mal, ich habe ja schon sehr viele ermordet. Feldherren bluten wie jeder andere. Gut. Also, was sagst du?
Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Sollte ich etwas über Megaris wissen? Nur, dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist. In militärischer Hinsicht, versteht sich. Zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn, die sich einfach nicht benehmen können. Beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil. Warum ich? Weil niemand weiß, wer du bist. Du bist unsichtbar. Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Ich weiß nicht, ob ich mit dem noch weiter... Obwohl, das ist nur so ein kleines Segelbötchen. Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Ich finde eins. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kephallenia. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Na. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Phokis. Okay. Der große Bruch. Ja, ist jetzt nur die Frage, ob der Bruch... was zeigt er mir denn jetzt da an? Okay. Ich würde sagen, unsere Karte hat sich jetzt gerade dezent vergrößert. Das ist krass. Achso, das ist wahrscheinlich rot, weil wir hier noch nicht alles gemacht haben. Wir haben zwei Schätze noch nicht geplündert und wir müssen noch eine antike Tafel finden. Okay, der große Bruch ist klar. Aber ich würde auch schon gerne noch die kleineren Sachen hier machen. Also zum Beispiel das Holzfällerlager muss noch geplündert werden. Hier beim Baumstamm bei der Werft müssen wir noch einen Schatz plündern. Das Alpha-Tier erledigen. Okay, das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Hier unten sind noch Orte, die wir noch nicht entdeckt haben. Ich würde sagen, dass wir das jetzt erstmal alles soweit machen. Also das Ostrakon-Rätsel habe ich ja irgendwie nicht so ganz verstanden. Deswegen konnte ich es nicht lösen. Oder habe es nicht gefunden, wie auch immer man das sagen will. Aber ich würde sagen, dass wir den ganzen anderen Kleinkram hier jetzt erstmal machen. Und dass wir dann wirklich anfangen überzusetzen. Pferdchen. Und los. Achtung, aus dem Weg. Ich brauche ein Schiff. Ich suche den Schiff. Oh, Entschuldigung, ich wollte da gar nicht hin. Aber das Pferd ist ein bisschen durchgegangen. So, wir müssen zu den zwei Orten. Ich bin gerade am Gucken, aber man konnte das nicht beschleunigen, glaube ich. Ne, das war nur mit dem. Ja, gut, okay. Also man konnte das auf jeden Fall nicht beschleunigen. Das Pferd beschleunigt selber. Autsch, autsch, du solltest gerade ausreiten. Was war das jetzt? Das war das, wo ich die Leute überfallen habe. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Nö, das glaube ich dir, weil ich sie nämlich alle gemetzelt habe. Die Leichen liegen sogar noch hier. Okay, das ist gut. Ich habe doch gerade ein Ding gehört. Ah, da ist noch was. Es ist zwar jetzt nicht das, was wir jetzt suchen, aber... Ah.
könnte schwören, ich habe schon alles durchsucht. Aber okay. Stimmt, hier waren auch die normalen Dorfbewohner drin. So, da ist noch was. Dann schauen wir mal eben. Wir brauchen noch einen Schatz, den wir noch plündern müssen. Den wir noch nicht hatten. Also nicht gefunden haben. Normalerweise müsste das ja eine große Kiste sein. Sowas wie hier, aber... Davon hatten wir keine gefunden beim letzten Mal. Aber wir schauen trotzdem nochmal nach. Weg da. Hier ist übrigens auch ein Bötchen, sehe ich gerade. Kann man das nicht einfach nehmen? Ja, nimm, komm. Ah, das ist also der Schatz, den wir gesucht haben. Okay, wunderbar. Die Baumstammwerft haben wir dann damit auch abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, wir müssen dann zu unserer Linken, zum Holzfällerlager. Ach, jetzt... Kann ich den nicht rufen? Ja komm, setz auf. Hallo. Dann gehen wir da jetzt nochmal nachgucken. Ella. Komm schon, komm. Das ist jetzt zu meiner Rechten. Los! Ich dachte, das wäre das gleiche Gebiet gewesen, aber okay. Das ist nur zum Stillen. Das ist jetzt, ja, genau. Das ist auch nur zum Stillen. Hier hinten ist anscheinend nichts mehr. Die haben ja doch nur Schutt und Asche. Wo sollen die denn hier bitte schon zwei Schätze haben, die geplündert werden wollen? Was ist denn der Hund? Ach, das ist gar kein Hund, das ist ein Wolf. Was machst du denn hier? So. Da liegen ganz viele Sachen, sind aber alle nur zum Stehlen. Das ist auch nur zum Stehlen. Aber das sieht mir so nach so einer Kiste aus. Aber ich soll ja den Schatz plündern und nicht stehlen. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht stehlen soll. Weil sonst wäre das nämlich etwas blöd, weil ich möchte nicht stehlen. Das ist auch alles zum Stehlen, das auch. Hm. Das können wir nehmen, das können wir auch nehmen. Das auch. Tja. Hm.
denn? War das schon wieder ein Wolf? So, eigentlich sollte mein Ansehen bei euch jetzt sich verbessern. Sagt mir doch einfach, wo dieser Schatz ist, den ich plündern soll, und dann bin ich auch wieder weg. Hm. Tja, ich würde sagen, das war jetzt ein Satz mit X. Da hinten sehe ich noch einen Wolf. Kuckuck. Lieber netter Wolf. Tut mir leid. Aber ich brauche das Leder. Ja, ich würde wirklich sagen, das war jetzt Mist. Weil ich habe überhaupt nichts gefunden hier. In dem ganzen Bereich, nicht weder hinten noch hier. Ja, ich würde sagen, lasse ich das jetzt erstmal außer Acht. Das Alpha-Tier, das könnte ich vielleicht noch erledigen. Oh, nee, ich wollte nicht scannen, ich wollte eigentlich mein Pferd rufen. Auf geht's. Achso, ich könnte aber mal eben eine Markierung setzen. So. Tut mir leid, ich kann leider nicht anhalten. Ich muss mich beeilen. Weg da. Oha. Blöd, Mann. So. Schauen, wir reiten jetzt natürlich so ein bisschen drumherum. Oh, Entschuldigung. Geht ihr mir doch mal aus dem Weg raus. Ah, die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt zu der Höhle? Muss ich jetzt da hoch? Wovon ich mal... Ach, das ist, glaube ich, die... Ja, 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 okay, das ist die Höhle. Los! So, dann wollen wir mal schauen. Wie war das nochmal? Nee, 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 nee. Ja, genau. Oh, nein. Ich wollte es nicht fallen lassen. So, genau. Okay. Oh, okay. Oh. Ja, versuchen wir doch mal. Na komm. Können wir die ein bisschen trennen? Es wäre nämlich gut, dass wir dann nicht direkt den Alpha-Wolf hier haben. Ah, oder wir machen es anders. Moment. Okay, das ging jetzt überraschend einfach. Tut mir leid, Wölfchen. Es tut mir wirklich leid. Ich liebe Wölfe immer noch. Aber es war nun mal leider meine Quest hier. So, du hattest nichts für mich, ne? Nee. So, ja, dann sind wir ja hier fertig. Dann können wir wieder rausgehen. Ich habe jetzt aber echt gedacht, dass der Wolf mehr aushält, wenn ich jetzt ehrlich bin.
So. Schätzelein. Ella. Genau, ich nenne dich nur noch Ella. So, dann haben wir das jetzt auch schon mal erledigt. Hier haben wir, glaube ich, nichts. Da unten haben wir noch unentdeckte Orte. Da könnten wir jetzt noch mal hingehen. Und wir haben ja noch diese eine Sache mit dem... ach, den Banditenanführer töten. Genau, das haben wir auch noch. Ah, da waren so viele Banditen. Okay. Das können wir aber noch mal machen. Wir sind ja jetzt auch vom Level her ein bisschen höher mittlerweile. So, das ist ein Schnellreisepunkt. Das heißt, wir gucken, dass wir den hier unten... Ach nee, da könnte ich... Nee, da kann ich noch keine Schnellreise, glaube ich, hinmachen. So, das heißt dann mit anderen Worten, wir müssen da auf jeden Fall noch hinreisen. So, Moment. Als erstes würde ich sagen, nehmen wir das hier als Markierung. Los! Aus dem Weg. Die gehen überhaupt keinen Millimeter zur Seite hier. Ach, das ist diese verpestete Gegend, oder? Okay. Lauf, mein Pferdchen, lauf. Sonst steckst du dich noch an. Ich hätte wirklich das Gebirgspferd nehmen sollen. Ich hatte es im Urin, dass ich lieber das nehmen sollte. Aber nein, ich habe es nicht gemacht. Seid ihr mir Soldaten oder seid ihr mir keine Soldaten? Ich schick mal unser Vögelchen raus. Das sind nur Vögel. Also ich glaube, das ist wirklich nur so ein Ort zum Entdecken. Ich denke mal nicht, dass jetzt hier großartig irgendwas ist. Ah. Hier sind auch in erster Linie alles Tiere drin. Ach, das war doch mein Zuhause, oder nicht? Da hinten ist noch ein Fragezeichen. Oh, ja. Da ist jemand. Okay. Also das ist auf jeden Fall ein Gegner. Dann gucken wir da hinten nochmal hin. Das sind wohl irgendwelche versunkenen Ruinen oder sowas. Ah, das könnte ein Hai sein. Ja, das ist ein Hai. Okay. Zwei Haie sogar. Die Halskette ist da unten. Okay. Zwei Haie. Eieiei. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber okay. Gut. Da ist aber noch ein Typ. Ich weiß gerade nicht mal, ob er Level 4 oder 5 war. Ich bin schon Level 5, ne? Wo sehe ich denn mein Level? Ach, da oben. Ja, ich bin schon Level 5. Auch ist mir gar nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Na, los, komm. Nee, nee, nix kommen. Wir steigen erstmal ab. Wir gucken mal hier. Müssen wir sowieso alles durchschauen. So. Meißel gefunden, okay. Höhle, okay. Aber die brauche ich nur zu erkundschaften. Ich habe da jetzt keine... Nö, ich habe da jetzt keine Quest oder so drin. Das heißt, da werden wir jetzt auch sonst nichts großartig machen.
Ja. Ach, hat die mich jetzt erschreckt hier. Hier ist auch nichts. Dass man noch irgendwie plündern könnte oder so. Guten Tag. Ihr seid alle arm. Habt ihr noch was, was ich plündern kann? Hier auch nichts? Guck mich nicht so an, ich gehe schon wieder. Okay. Du bist jetzt niemand Böses, oder? Gut, sehr gut. Ich habe einen Alpha-Tier erledigen. Wo ist denn hier ein Alpha-Tier? Bist du das? Nein! Oh. Okay. Habe ich jetzt aus Versehen den Bogen genommen? Ich habe voll die falsche Taste gerade gedrückt, ich doof. Das war aber nicht das Alpha-Tier. Okay, das hätte mich jetzt auch etwas gewundert. Überall soll ich die Alpha-Tiere erledigen. Das ist doch doof. Ach, das scheint das Alpha-Tier zu sein. Entschuldigung. Oh. Ich hasse solche Aufgaben. Ich hasse sie wirklich. Also zumindest, wenn sie gegen Wölfe gehen. Ach, das dachte ich gerade, ich muss hier noch einen Wolf erledigen. So, Moment. Nee, warum drücke ich im Moment immer die falschen Tasten? Ich weiß es auch nicht. So, rechts von mir ist jetzt noch ein Fragezeichen. Okay. Ach da, ja. War das nicht das, wo ich eben schon mal geschaut hatte? Oh. Nein, ich will keinen Sturzflug. Hallo. Ich will einfach nur schneller. Mehr nicht. So, okay. Das war nicht mein Pferd. Du bist mein Pferd. Na los. Komm schon. Ella. Was war da gerade? Ah, okay. Vor allen Dingen, wir werden beschossen. Genau. Na komm. Komm. Nee, nicht aufheben. So, was haben wir hier? Hallo. Und wir haben den Schatz geplündert. Yay. Wrack des verlorenen Banditen. Sehr schön. Das heißt, dass wir als nächstes noch hier diesen
Aussichtsturm da, dieses Observatorium suchen. Und dann müssen wir die Kleptomanenbucht, hätte ich jetzt fast gesagt. Die Kleptusbucht besuchen. Okay. Ja, komm her. Komm her. Ach so, warte mal. Wir müssen uns aber noch vorher ein Ziel setzen. Das wäre ganz gut. So. Los. Eigentlich sollte der jetzt auf dem Weg wieder zurück. Reit doch einfach mal um die Bäume rum. So. Okay, ich glaube, da müssen wir einen kleinen Umweg reiten. Nein, du sollst auch links hoch. Ja, genau. Los. Los, mach schon. Komm schon. Warum weicht der denn immer aus? Das ist ja schrecklich. Was war das gerade? Ach, wir haben hier schon wieder Wölfe, okay. Oder einen Wolf, wie auch immer. Muss ich da? Ja, ich muss da. Yes. Und damit haben wir auch hier wieder unsere Schnellreise gefunden. Und irgendwie sieht das immer noch ziemlich cool aus, wie sie dann hier oben hockt und auf die ganze Landschaft hinunterschaut. Ich würde sagen, mit diesem Ausblick werde ich mich für heute erstmal verabschieden, weil der Teil danach vermutlich doch etwas länger dauern wird. Ich sage einfach mal bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.